Meine Paprika habe ich schon halb abgeerntet, aber Hälfte ist noch hier und heute wird das gemacht werden. Die muss man schon abernten, bevor Frost kommt. Frost wird, so wie Wettervorhersage verspricht, im November, erste Woche. Ob das 100% richtig ist oder nicht, aber so ungefähr 5., 6. November in unserem Gebiet. Und wir wohnen in Bayern. Da sind noch genug. Die letzten sind für Samen, habe ich gesagt. Für gefüllte Paprika haben wir schon Reis gekocht. Und jetzt braten wir zuerst Zwiebeln, leicht angebraten, und dann Hackfleisch. Hackfleisch hat überall graue Farbe. Das bedeutet, Fleisch ist fertig. Schalte ich aus, lasse ein bisschen abkühlen. Und in dem Moment bereite ich selbe Paprika vor. Erst habe ich sauber gemacht. Jetzt muss man Körner und Stiel entfernen. Bei Paprika schneide ich hier oben raus und dann muss ich in Reihen diese Körner alle dann rauskratzen. Das geht besser mit Teelöffel. Jetzt ist fertig. Sauber. Jetzt in einem Schüssel habe ich fertig gebratenen Hackfleisch und Reis. Reis habe ich extra Video, wie man Reis kocht oder wie ich Reis koche, dass Reis sehr gut schmeckt. Und dann muss man das zusammen mischen und dann unbedingt Salz, Pfeffer noch reinfügen, wenn man braucht, und ihre Lieblingsgewürze. Ich gebe zur Masse ein bisschen Salz, fehlt mir, habe ich schon probiert, ein bisschen Pfeffer, und da befindet sich Oregano bei mir, getrocknete, habe ich im Sommer gesammelt, trocken gemacht. Aber man musste schon malen, aber bin ich noch nicht dazu gekommen. Deswegen male ich ein bisschen mit Händen einfach, so wie es geht. Ich mag dieses Gewürz Oregano sehr. Vor einem Monat habe ich Oregano abgeschnitten, ganz, ganz kurz. Da sind zwei Töpfe, so kann man sagen, zwei Kübel mit Oregano. Aber sehen Sie, Oregano ist wieder so schön rausgewachsen. Und die in Nebenkübel wachsen auch Salate. Die sind natürlich wachsen nicht so schnell wie im Sommer, aber das reicht uns noch zum Salatessen. Und da in weiteren Kübeln auch. Sind Salatpflanzen. Den Blech werde ich jetzt ganz leicht ölen. Und jetzt unsere Paprika, Gemüse mit Reis und Hackfleisch befüllen. So. So, voll. Jetzt auf Blech legen und so weiter.
Da sind schon unsere gefüllte Paprika, natürlich noch roh, aber ich schiebe jetzt sofort in den vorgeheizten Backofen. Paprika muss man eine Stunde backen, aber bei 160 Grad. Aber nach 30 Minuten ziehe ich den Blech raus und drehe. Dass die nicht oben dunkel werden und verbrennen. So habe ich alle umgedreht und dann man muss vorsichtiger machen, dass die Füllung nicht rausfliegt. Jetzt bin ich, war ich ein bisschen zu eilig, habe ich unvorsichtig gemacht, aber weiter werde ich langsam machen. Und dann wieder für die nächsten 30 Minuten bei 160 Grad. Sogar nicht für ganze 30 Minuten. Nach 20 Minuten ziehe ich erst die Paprika raus und gebe Tomatensahnesoße dazu. Und für Tomatensoße nehme ich die Gläser, die ich schon im Sommer vorbereitet habe. Erstens, das ist Tomaten in eigener Saft. Da ist nur Tomatensaft und meine eigenen Tomaten, keine Konservierungsstoffe oder gar nichts, nur ein bisschen Salz und ein bisschen Zucker. Und fertig. Da kann man Saft pur so trinken. Ich gebe nur Pfeffer ein bisschen dazu und trinke. Aber dieses Mal werde ich das alles zusammen pürieren. Für Tomatensaft, für unsere gefüllte Paprika. Und da ist Schlagsahne. Erstmal püriere ich und gucke, ob das Konsistenz flüssig oder zu dick ist. Und dann schauen wir mal weiter. Da ist pürierte Tomatensaft mit eigenen Tomaten in dieser Saft. Da habe ich noch Sahne dazu gegeben, aber die Soße scheint mir ein bisschen zu flüssig. Normalerweise, was macht man da? Gibt man ein bisschen Mehl. Aber natürlich, ich werde nicht Mehl verwenden. Warum? Weil ich andere Tomatensoße habe. Das war Tomatensaft. Und das ist Tomatensoße, was ich auch im Sommer vorbereitet habe. Und hier ist die Konsistenz viel dicker. Das verwende ich für Gulasch zum Beispiel, für Pizzaboden. Wenn man verdünnt, kann man auch Suppe machen. Aber da im Schüssel, das ist schon reine Tomatensuppe mit Sahne. Man kann auch so essen. Aber jetzt gebe ich aus diesem Glas, wo Tomatensauce gekocht ist. Und Tomatensauce habe ich mit Karotten, Äpfeln, Paprika auch gekocht. Natürlich Tomaten als erste. Und da gebe ich noch dazu. Und das wird schon viel dicker. Ich gebe alles. Und da habe ich keine Probleme. Und jetzt gebe ich diese Soße in Blech, wo unsere Paprika, gefüllte Paprikaschoten sind. 25 Minuten sind vergangen. Unsere Paprikaschoten sehen super schön aus und die sind schon weich. Ja, total weich, habe ich gerade probiert. Also, wir machen jetzt nur, geben wir Soße dazu. Und stecken wieder in den Backofen und bringen wir nur die Soße zum Kochen, alles zusammen und unser Gericht ist fertig dann. Da ist unser wunderschönes Paprikagericht. Und zum guten Schluss geben wir, Sie wissen schon, in meinem Gefrierschrank
изгофрорена, петерзилия, фрюлингцвибель, диль, das ist, und unser Bild ist jetzt noch schöner geworden. Und eine Paprika werden wir natürlich durchschneiden und gucken, wie das innerlich aussieht. Schön, da ist Hackfleisch, da ist Reis drin. Soße können wir hier nehmen und dazugeben. Aber liebe Zuschauer, Füllen kann unterschiedlich sein. Wer will mehr Hackfleisch, wer will mehr Reis oder vegetarisch ist, will nur Reis und Gemüse, natürlich. Den Teller mit zwei Paprikaschoten hat jemand schon zapzarab gemacht. Aber das macht nichts. Ich möchte nur Ihnen ganz kurz erklären, warum ich zuerst Paprika ohne Soße fertig brate im Backofen und nur danach Tomatensauce gebe. Wenn wir von Anfang an Tomatensauce in Blech reingeben würden, da dauert Prozess ganz länger, viel länger, weil Gemüse, egal welche Gemüse, Weißkraut, Kartoffeln, Paprika, die sind in der säuerlichen Umgebung, werden sie viel länger weich. Zum Beispiel, wenn ich Kartoffel einfach im Wasser koche oder in Tomatensauce. Kartoffel in Tomatensauce bleibt stundenlang hart. Genauso Paprika. Paprika ohne Flüssigkeit, mit eigener Flüssigkeit, wird viel schneller weich als Paprika in Tomatensauce. Und bei Tomatensauce, wer möchte Sahne dazu geben, kann geben. Wer das sagt, das ist zu viel Kalorien, der natürlich braucht keine Sahne. Aber ich mag alles, was ungesund ist, und mir schmeckt Tomatensauce mit Sahne am besten.